Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ein Live-Commentary in Black Ops 2. Erstmal frohe Ferien an alle. Ich wollte schon sagen frohe Weihnachten, aber soweit ist es noch nicht. Ja, viele von euch haben jetzt Ferien, das ist ja auch eigentlich das Beste so an der Schule, Ferien, finde ich. Und ich merke schon, im Moment gibt es so viele Sniper hier, es ist unglaublich. So viele Sniper hier in Black Ops 2, nur am Snipen sind fast alle. Fast jeder. Und das nervt. Denn ich mag keine Sniper, das kann ich euch sagen, da hinten war einer, aber ich habe jetzt keine Lust gehabt, mir die Mühe zu machen und den zu töten. Ich hasse Sniper, wirklich. Wenn ihr mich nerven wollt, snipe drum. Ohne Witz, ich mag keine Sniper, gar nicht. So, ich bin total... Ja, ich wollte schon sagen, immun gegen Sniper, aber das komplette Gegenteil. Ich mag allgemein null Sniper. Die sind nervig. Guck mal, der hat... Ich habe das Gefühl immer, ich verliere gegen Sniper. Das will ich eigentlich nicht. Das ist das Schlimmste für mich. Wo kommt der jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da hinten, so spielt der da. Ich kann ihn gar nicht leiden, die Missgeburt. Und dann dauert es immer so lange, um den zu töten, dann sterbe ich selber. Und das ist echt scheiße. Aber gut. Ja. Wir haben noch das Black Ops 1 Road to Commander vor uns. Wir haben noch, okay, das MW2 Road to Commander vor uns. Habe ich auch noch nicht zu Ende gebracht. Und ich will noch ein Remake von Black Ops 2 Road to Commander machen. Und dann natürlich ab und zu mal ein paar Du wurdest verarscht, Folgen, Top 5 Verarschte der Woche. Ein paar normale Commentaries will ich wieder zurückbringen. Etc, etc, etc. Und ein paar Sachen halt. Oh yeah. Turn around, bitch. Oh, da hinten. Holy shit, der steht da einfach nur rum. Einen Moment bitte, ich muss nachladen. So, vielen Dank fürs Warten. Vielen Dank für deine Geduld, Baby. Ich hoffe mal den hier. Meinen kleinen Kumpel hier. Oh, ich weiß nicht, von wo sie kommen. Ah. Der hatte kugelsichere Weste. Na, prima. Außerdem muss ich sagen, ich würde gerne eine Aufwärmung machen für das Road to Commander oder für die Road to Commanders, weil ich habe eine COD-Pause wieder eingelegt von ungefähr einer Woche oder sowas. Und, ich will ein bisschen was ändern. Also, wenn ich schon ein Remake von einem, COD mache, dann will ich auch, dass irgendwas anders ist. Zum einen, ich werde, also, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Erneuerung nur für das Road to Commander, das wird jetzt immer so sein, dass ich das machen werde. Aber ich werde jetzt nicht mehr die Wartezeit nicht mehr zeigen. Denke ich. Es sei denn, es ist nur eine Ausnahme. Ich denke, ich werde es nicht mehr tun, weil ich sehe einfach keinen Grund, die Wartezeiten mit euch abzuwarten, weil das Ding ist... Wow! Episch. Super Kill. Toll. Da gespawnt und freut sich. Ah. Ich will die Wartezeit nicht mehr zeigen, weil ich will mir mein eigenes Video selber ansehen können oder ansehen wollen. Und das will ich ja auch. Super Tricks machst du da. Mach weiter so. Du bist der beste Tricker ever. Trickshotter, was weiß ich. Keine Ahnung. ich will meine eigenen Videos ansehen können. Das ist sehr wichtig für mich. Weil meine eigenen Videos müssen mir gefallen. Deswegen, mich nervt es einfach, diese Wartezeiten. Ich mag sie nicht. In der Zeit, wo man wartet, das sind 2 bis 3 Minuten ungefähr. Da oben ist, glaube ich, einer. Ja, der Typ ist da hinten. Und der Typ campt da immer wieder. Hoffentlich zerstöre ich ihm gerade sein Leben. Du hast ja dann... Wow, er zerstört mein Leben. Er zerstört mein Leben. Los, flieg an der Drohne. Sei frei. Leb dein eigenes Leben. Und, ja, deswegen, ich werde die Wartezeiten rausschneiden. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, ja, aber im Live-Commentary oder im Road to Commander schneidet man nicht. Aber ich mach's trotzdem. Ich mach's einfach trotzdem. Der Typ nervt mich so, ne? Gott, dieser Spot, Mann, der ist doch nicht interessant, Mann. Such dir einen anderen Spot aus. Vor allem, ich sterbe auch immer so dumm gegen Sniper. Und, was ich auch noch machen würde, was auch cool wäre, wäre mal so ein bisschen Kill-Duells wie damals. Wie geht's zum Beispiel gegen ein paar andere Leute, gegen die ich Kill-Duelle gemacht habe. Und sogar relativ oft gewonnen habe, muss ich auch sagen. Ich habe relativ oft gewonnen. Gegen andere Leute, die eigentlich normalerweise besser spielen als ich. Und das, was ihr hier seht, das ist auch nicht unbedingt... Ich will nicht sagen, dass es Skill ist oder sowas. Aber das ist mein Naturskill, sagen wir mal so. Es ist mein Naturskill. Also so gut bin ich, wenn ich nicht übe. So gut bin ich. Wenn ich mehr zocken würde... Dann wäre ich auf jeden Fall besser, aber ich sag euch eins. Ihr wollt gut in etwas werden. Zum Beispiel sagen wir in COD.
oder richtig gut in COD wären. Ich bin einfach nur gut. Ich bin einfach nur gut, aber nicht sehr gut. Aber wenn ihr wirklich sehr gut werden wollt, dann zockt es die ganze Zeit. Fokussiert euch nur auf ein Spiel. Ich bin so ein Typ, ich fokussiere mich lieber auf mehrere Spiele. Mir macht es Spaß, mehrere Spiele zu spielen. Ich brauche diese Abwechslung, habe auch richtig, richtig Bock an Singleplayer. Deswegen auch mein zweiter Kanal und sowas. Ich liebe es, Videos zu schneiden. Das liebe ich extrem. Also das Geilste an YouTube ist wirklich, Videos zu schneiden. Nur in Live-Commentaries kann man eher weniger schneiden. Mein Bauch juckt. Ah. Ist halt ein bisschen schade, weil ich würde so gerne mehr schneiden. Ich liebe es, Videos, für Videos mir Mühe zu geben. Ich meine, die alten, du wurdest verarscht Folgen. Die konnte ich ja perfekt schneiden. Und ich erzähle euch mal, wieso ich gerne, was ist das hier? Ah, okay. Wieso ich gerne schneide. Und zwar, wenn man schneidet, macht man das Video zu 100% unterhaltsam. Es gibt kaum eine Stelle, wo man nicht redet oder so. Und das ist einfach toll. Und deswegen liebe ich es, Videos zu schneiden. Und nicht nur deswegen, sondern ich liebe es mir, Mühe in ein Video reinzustecken. So, ich liebe es. Mir Mühe für ein Video zu geben, das ist einfach eins der geilsten Sachen für mich auf YouTube. Und neben dem Aufnehmen und Thumbnails machen. Also bei mir ist es so, an erster Stelle ist das Aufnehmen. Nee. An erster Stelle ist das Editieren. An zweiter Stelle kommt das Aufnehmen. Und an dritter Stelle kommt das Thumbnail machen. Das liebe ich auch. Ich liebe Thumbnails machen. So meine... Ich liebe es einfach, Thumbnails zu machen. Und ja, das sind so drei Sachen, die ich an YouTube liebe. Und bei Live-Commentaries kann ich einfach nicht schneiden. Es geht nicht. Man schneidet einfach nicht so Live-Commentaries. Aber das Einzige, was ich tun kann, ist dann, wenigstens diese Mitte rauszuschneiden. Diese langweilige Stelle. Wirklich, das ist langweilig. Okay, wisst ihr was? Ich mach's doch nicht. Ich höre auf meine Hater und mach's doch nicht. Oh nein, nicht schon wieder. Gott, diese Map. Diese Map ist so eine Map, da habe ich echt schon zum Teil die Schnauze voll von. Hijacked. Gott, diese Map ist so alt und so, keine Ahnung, so verschimmelt, wie so eine alte Oma. Ernsthaft, diese Map ist schon so alt, das ist sowas wie Nuketown. Oder so, keine Ahnung. Ich nehm diesmal mal die SKH oder SKL, keine Ahnung. Was ist denn, wie heißt die nochmal? SKL, ne, glaube ich. Ich finde die Waffe nicht so gut, aber es gibt so viele Leute, die Waffe abfeiern, aber ich finde sie jetzt nicht so toll. Sie killt relativ schnell, aber ich mag die Waffe irgendwie nicht so ganz, aber ich versuche ja ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Gott, ich mag Hijacked eigentlich gar nicht. Guck mal, wie unpräzise die. Guck mal. What the fuck? Vielleicht brauche ich Griff oder sowas. Er weiß es nicht. What the fuck? Wie schlecht war das denn? Das war das Schlechteste ever. Übrigens, Live-Commentaries könnte ich auch wieder machen. Ich meine Livestreams. Aber ich habe im Moment halt richtig viel zu tun. Wow, jetzt. Er hat 6 Kills. Ich mag diese Waffe nicht. Ich treffe mit der gar nichts. Ich bin so schlecht mit der Waffe. Ich habe keine Ahnung, ob man einen Griff dafür braucht oder nicht. Meine Güte. Mach gar keine Kills. Ich muss unbedingt besser mit dieser Waffe werden, weil so viele Leute sagen, die ist so richtig gut. Wieso versage ich jetzt so? Ich verstehe es nicht. Ich versage extrem. Ich will aber, Danny will nicht versagen. 5 zu 10. Holy fuck. Das mag ich an dem Game nicht, zu versagen. Stirb, Bitch. Wow! Vor allem, ich weiß auch immer auf weite Distanz so, ja, ich werde sterben. Weil diese Waffe einfach so total scheiß... Ah. Ich muss mich an diese Waffe gewöhnen. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall mit der Waffe jetzt. Ich versuche auf weite Distanz zu treffen. Sowas habe ich einfach nicht drauf mit diesem Ding. Das ist keine schlechte Waffe, aber nicht meine Lieblingswaffe. Ich nehme sie aber ein bisschen zur Abwechslung für euch. Viele wollen immer unterschiedliche Waffen sehen. Ich will in Zukunft nicht mehr so viele unterschiedliche Waffen sehen. Will die Videos ein bisschen anders gestalten, sag ich mal. Bisschen anders machen. Übrigens, was ich an Advanced Warfare richtig gut finde, ist dieser eine Modus, wo man competitive spielen kann, für jeden. Das ist richtig Hammer, finde ich. Nein. Ah, Danny, was machst du da? Come here, Bitch. Gib mir deine Waffe. Die ist nice. Waffen aufheben ist auch eine meiner Spezialstärken. Ich habe ein bisschen aufgeholt. Ob das genug sein wird, ich weiß es nicht. Ich würde aber gerne aufholen. Ich mache einfach mal. Auch wenn ich es ungern tue gerade. Ich mag Vorräte gar nicht. Bitte, es muss mich jemand daran erinnern, dass ich Vorräte wechsle. Was ich machen kann, das ist richtig geil, finde ich. Ich werde jetzt ab jetzt immer ein paar Kommentare vorlesen. Das ist so geil, ich liebe Kommentare. Außerdem wird sich jetzt auch noch einiges ändern hier. Und zwar werde ich auch auf Kommentare antworten. Habe ich nie gemacht, auf Kommentare So dämlich, Danny! Bitte, nimm keine Drogen! Auf Kommentare antworten.
Habe ich auch noch nie so richtig gemacht. Also, ich meine jetzt auf Kommentare antworten. Ich wüsste in welchem Sinne, glaube ich. Oder? Also, ihr schreibt einen Kommentar und ich antworte auf nur Kommentare, die eine Frage beinhalten und sowas. Und auch nicht auf jeden Kommentar. Man kann nicht auf alles antworten auf YouTube, aber ich versuche auf ein paar Sachen zu antworten. Und ein bisschen mehr mit euch zu interagieren. Weil ich weiß, es ist sehr wichtig als YouTuber und ich habe das noch nie gemacht. Hab noch nie mit der Community interagiert oder sowas. Ich lese zwar eure Kommentare und so, eigentlich alle. Aber ich antworte nicht. Ich antworte einfach nicht. Weil ich denke, das muss nicht sein. Aber jetzt mittlerweile habe ich meine Meinung geändert. Und jetzt muss es doch sein. Und ich würde schon gerne, dass ich das hier gewinne. Ich bin ein bisschen traurig. Ich will weinen. Wow! Also das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht, du Pisser. Da oben kämpft einer. Der kämpft da extrem. Stirb, Bitch. Das ist richtig, kleine Schlampe. Da unten spawnt bestimmt einer. Das machen die immer ganz gerne. Hier unten zu spawnen. Ist ihr Hobby. Was mich auch immer verwundert, wie... Ah, ja genau, du mich auch. Wie oft dieses Spiel eigentlich noch gespielt wird. Obwohl es halt schon so viel älter ist. Oh, das hasse ich. Mann, jetzt verliere ich. Das kann jetzt nicht sein, oder? Ärgert mich ein bisschen, dass ich verliere und das noch so heftig mit 4 Kills. Fühlt sich echt komisch an zu verlieren. Ich mag es gar nicht. Also, ich habe nichts gegen verlieren. Jeder verliert man irgendwann. Jeder. Aber nicht so zu verlieren, das ist ja traurig. Ich könnte mich aber an diese Waffe übrigens auch gewöhnen. Oh mein Gott. Gib mir die Kills, Baby. Gib mir die Kills. Ich brauche die Kills. Ich brauche die Power der Kills. Ich muss dieses Ding werfen. Ein Kill mehr vielleicht. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Ja! Ja! Bitch! Bitch! Oh, er dachte, er gewinnt gegen mich, Alter. Aber er hat wirklich, es war wirklich richtig knapp. Oh, er hat zum Schluss halt versagt. Vielleicht war er aufgeregt oder sowas, aber... Tja, der Bessere gewinnt nun mal. Und, oder der mit dem besseren Avatar. Haben nämlich das beste Avatar ever, was es jemals in Black Ops 2 gegeben hat. Oh, meine Güte. Immer so intensiv. Diese Art von Frei für alle Spielen mag ich, deswegen mag ich so gerne Frei für alle endlich. Vordergriff. Das braucht diese Waffe, einen Vordergriff, weil... Ohne Vordergriff ist sie schlecht. Schlecht. So, vor... Oder war das vor... ja, das ist für die Präzision. Da müsste sie relativ okay sein, schätze ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Black Ops 2 Live. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, zeigt die Badass. Du bist und like dieses Video. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1. Schöp die Wand machen. Yay! So gehe ich auch mal in meine Türen rein, wenn ich nach Hause will. Geht immer viel schneller, als die Tür aufzumachen und die ganze alte, die ganze, das nervt einfach.